Hey, meine werten Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Wii Sports Resorts. Und zwar, letztes Mal habe ich ja gesagt, wir machen weiter mit Radfahren. Habe ich auch gemacht. Leider Gottes ist der Part verloren gegangen. Also ich habe nur einen Part gemacht. Und zwar über das 6-Stufen-Rennen. Und es hat irgendwie Probleme bei der Konvertierung gegeben. Also die Datei ist so unkonvertiert worden, dass irgendwie die nicht abrufbar ist, egal wo, und ich schaffe es auch irgendwie nicht, das Format zu ändern. Und deswegen, ich wollte das nicht nochmal machen, deswegen nehmt es mir nicht übel, aber Radfahren lasse ich leider ausfallen. Ich habe es aufgenommen wirklich, es war eine 22 Minuten Aufnahme, aber dass die wirklich gelöscht wird, hätte ich nicht gedacht. Beziehungsweise gelöscht, blöd gesagt, dass einfach das Format falsch war. Somit musste ich die Folge löschen. Und das heißt, wir machen leider mit Luftsport weiter, was so viel heißt, wie wir machen Fallschirmsprung. Also nochmal, ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel. Ja, es ist, was soll man machen halt. Manchmal ist die Gado Game Capture Card irgendwie schwer zu verstehen. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Okay, wir machen zuerst einen ganz normalen Übungssprung, also nichts Besonderes. Und ja, Training. Einfach. Und Absprung. Jetzt werden uns mal ein paar die Grundgelegenheiten. Ach man, ich und meine Kommentare. Also. Ist einfach nur ein Probesprung. Ich schnapp mir jetzt mal ein paar dieser Mies, ist eben die Aufgabe. Komm. Und hier nochmal. Foto machen eben. Lässt du dich parallel zum Boden fallen, fällst du langsam zum Boden gegen. Ja, das weiß ich auch. Nur ich wollte das. Ich dachte, das würde jetzt knipsen auch. Also so. Probebild. Weiß er nicht. Also wieder alle. Nein! Scheiße! Egal. Neigst du diese Position den Kopf leicht nach vorne, bewegst du dich vorwärts. Ist eigentlich ganz ein leichter Sport. Also kann man ganz leicht steuern. Übrigens, der erste Sport, wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, der erste Sport ist das hier. Also. Also damit ist einfach gemeint, bevor ihr das Spiel überhaupt startet, müsst ihr einen Fallschirmsprung auf die Insel machen. Also so, als würdet ihr erst auf die Insel überhaupt fliegen, kann man sagen. Blöd gesagt. Ah ja, das ist so schwer zu erklären, das glaubt ihr gar nicht. So, wir schnappen uns noch ein paar. Neigst du den Körper ein wenig nach links oder rechts, um dich zu drehen. Ja, das ist dann für das Fotomachen gut. Und ich habe meine Taktik überlebt, weil normalerweise habe ich mich immer langsam gebogen, um die Gesichter in die Kamera zu bewegen. Ich werde das jetzt so machen, normal, dass ich immer so, eventuell, damit das ein bisschen schneller geht, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Also wirklich spät genug, damit ich mehr erreiche. Gut, dreifach gegriffen, komm, perfekt gegriffen, perfekt. Ja, das muss ich so schnell einfach machen, weil sonst falle ich da einfach so weit runter. Das will ich auch gar nicht. So. Komm. Nein. So, du auch. Und. Scheiße. Wieder blöd gelaufen. So, nochmal. Los. 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 So geht das dann. Aber das muss ich wirklich perfekt machen. Und ich bin jetzt aber schon am Ende der ganzen. Also, ich bin schon ziemlich weit unten. Alter. Normalerweise müsste ich schon längst den Fallschirm haben. Ja, ich bin. Oh Gott, ich bin so weit unten. Das müsste eigentlich tödlich enden. Okay, ich lande jetzt im Wasser. Ha! Damit endet dein Übungssprung. Indem ich hier qualvoll am Boden pralle, oder was? Richtig logisch. So, und let's go. Ich weiß nicht, wie oft wir das machen werden. Ich werde wahrscheinlich 2 Sprünge oder so machen. Finde Anschluss an die anderen, ja. Unter mir habe ich euch welche. Die fliegen immer in solchen Viererkolonnen. So. So. Scheiße! Richtig guter Anfang. Also, größer verscheißen kann man das Ganze doch nicht mehr. Ah, das hat funktioniert. Komm. So. So schnell geht das. Also, da muss man wirklich genau sein. Aber ich habe, glaube ich, alle 5 sogar erwischt. Perfekt. Easy. Diese Kamerafrau, die bringt auch immer wieder einen Bonus mit sich. Also wirklich 5. Ich glaube 5 Bonuspunkte sollte man die Gesichter. Easy.
easy. Okay, der Start war halt nicht so gut, aber der Rest war geil. Und drei Gesichter. Und nochmal. Ha. Da hinten sind welche, da hinten sind welche. Ah. Komm her. Easy. Ha. Nein! Okay. Ja, scheiße. Blöd gelaufen, aber wir haben noch ein paar. Bevor wir unten ankommen. Schnell, 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 schnell. Fuck! Bis zum Treffpunkt noch. Scheiße! Schnell, 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 schnell. Geht sich noch eins aus. Okay, und? Gut, den Rest braucht man immer. Runter. So, und jetzt noch das Wichtigste. Sammeln. Fuck it. Jetzt wird's anstrengend. Jetzt muss ich die scheiß Ringe dadurch fliegen. Oh, 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 oh. Nein! Fuck it. Komm, aber den großen. Okay, den mittleren habe ich leider Gottes übersprungen. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Scheiße. Jetzt fehlen mir wieder, keine Ahnung, ich glaube 10 Punkte hat mir das jetzt mindestens gekostet. Schade, dass die da oben jetzt blieben. Ja gut, kann man nichts machen. Beim nächsten Versuch wird es sicher was. Schauen wir mal, wie sieht das Ergebnis aus? Wir sollten uns die Fotos ansehen, die während des Sprungs gemacht wurden. Die Punktzahl hängt davon ab, wie viele Mii-Charaktere auf dem Bild zu sehen sind. Lächeln auch alle. Das Lächeln eines Mii-Charakters bringt einen Bonuspunkt. Was so viel heißt wie, da oben waren jetzt 8 Leute, das heißt, ich habe 16 Punkte jetzt verspielt. Weil ich nicht durch die Ringe, den einen Ring geflogen bin. Aber ich habe ordentlich kassiert. Nice! 153 Punkte. Und hast du denn auch Spaß beim Fallschirmspringen? Wenn du beim Springen noch unsicher bist, drück im Flugzeug Minus, um zunächst einen Übungssprung zu absolvieren. Mein Rekord mit dem Gastmii waren 172. Ja, hätte ich auch locker wieder halten können. Nur das Problem war, wenn ich jetzt... Okay, selbst wenn ich die 16 Punkte... Ja, da wäre es sich auch nicht ausgegangen um 3 Leute. Aber es war richtig gut. Es war richtig gut. Und jetzt hört man auch an der Musik eigentlich, dass das eigentlich die Hauptsportart im Wii Sports Resorts ist. Das ist eigentlich die Hauptsportart im kompletten Spiel gewesen. Das war die erste auch, die was programmiert wurde, soweit ich weiß. Und die spielen wir nun eben. Also so hat alles angefangen. Ich habe euch jetzt die Geschichte erzählt. Am Anfang, wenn ihr das Spiel startet, müsst ihr wirklich zuerst einen Fallschirmsprung machen, bevor ihr eine Auswahl an den Spielen wählen könnt. Und somit ist das eigentlich der Anfang. Der Fallschirmsprung ist der Anfang. Scheiße, ich habe schon wieder urviel... Gut. Next one. Lächeln, perfekt. Obwohl, ich glaube, einer hat nicht gelächelt, wenn ich da so richtig geschaut habe. Aber könnte schlimmer sein. So. Jetzt haben alle, jetzt haben alle. Easy. So, so. Ah. So, und weiter zum nächsten. Ich bewege mich hier wirklich sehr außerhalb von der Mitte, wo ich abgesprungen bin. Easy. Perfekt. Und weiter zum nächsten. Da kommen wieder mehr Leute. Also ich glaube, das ist sowieso immer, dass wenn ich zu weit von wem weg bin, dass die dann hinten wieder auftauchen. Easy. Und weiter zum nächsten. Okay, das war scheiße. Da sind noch welche. Komm. Ah. Krieg ich den noch? Nein! Fuck. Egal, aber ich hätte ihn fast noch gehabt. Das war richtig knapp gerade. Okay, die Ringe sind wieder gleich, glaube ich. Und dieses Mal packe ich's. Nein, ich pack's wieder nicht, ich pack's wieder nicht. Nein! Oh ja! Und der noch. Ja, der ist auch easy. Geil, diesmal habe ich alle. Lächeln. Easy! Puh.
Schauen wir mal, ob es diesmal besser war. Und das sieht man eh hier, dass es eigentlich die Startsportart ist, weil jetzt, wenn man nach oben zoomt, steht bei mir Wii Sports Resort so oben. So richtig als Einleitung oder als Intro. Ja, das wissen wir schon. Schauen wir mal, aber ich glaube, 17 Fotos, wir haben eindeutig einen Rekord, glaube ich. Wir haben eindeutig, glaube ich, einen Rekord. Ja. 204! 204! Alter, wir waren viel besser als im ersten Durchgang. Ist das nicht sogar ein Stempel, glaube ich, oder ist der erst ab 250? Fuck it. Vogelfreund. Warum Vogelfreund? Was ist das? 30er Formation. Ne, 200 Punkte war das Aufgabenziel. Lol, das schwierigste Ziel habe ich in einem Part jetzt erreicht, ohne dass ich es wollte. Jetzt fehlt nur noch das mit der Frau. Mit der Frau. Also wenn ich runterspringe, ohne dass ich keinen Punkt erreiche. Und wenn ich keinen Punkt erreiche, kommt die Kamerafrau. Und wenn ich mit der dann ein Foto mache, also durch ihren kleinen Ring da fliege, kriege ich keine Punkteabzug, obwohl ich 0 Punkte eigentlich habe. Oder fast 0 Punkte, kommt drauf an, weil mit ihrem Gesicht sind es 4 Punkte. Da kriege ich keinen Punkteabzug. Aber ernsthaft, ich habe gerade die schwierigste Aufgabe in der Sportart geschafft. Das hätte ich nicht von mir geglaubt. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's. Wir sehen uns nächstes Mal bei der letzten Sportart der Season 2.